Ex-Taliban-Geisel Joshua Boyle ist in Kanada in Polizeigewahrsam. Er wird in seiner Heimat festgenommen und angeklagt. Unter anderem wegen 8-facher Körperverletzung und 2-maliger sexueller Nötigung. Außerdem werden ihm Freiheitsberaubung und Irreführung der Polizei vorgeworfen. Er soll zudem eine Person mit dem Tod bedroht und jemanden gegen dessen Willen zur Einnahme eines Antidepressivums gezwungen haben. Sein Anwalt teilt mit, es lägen noch keine konkreten Beweise vor. Boyle wird zusammen mit seiner US-amerikanischen Ehefrau Caitlin Coleman 2012 während einer Rucksacktour in einer von den radikal-islamischen Taliban kontrollierten Gegend Afghanistans entführt. Coleman bringt in Gefangenschaft 3 Kinder zur Welt. Die Familie wird auf pakistanischem Gebiet bei einer Kommandoaktion des Militärs befreit. Die Taten, die Boyle nun vorgeworfen werden, soll er nach seiner Rückkehr nach Kanada zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember verübt haben. Zu den Vorwürfen gegen ihn schreibt Ehefrau Caitlin Cole dem Toronto Star jetzt in einer Mail: Ich kann nicht über die spezifischen Anklagepunkte sprechen, aber ich kann sagen, dass die Strapazen und seelischen Verletzungen, die er so viele Jahre erleiden musste, Auswirkungen auf seinen mentalen Zustand hatten. Sie sind für all das verantwortlich. Ich hoffe mit Mitgefühl und Vergebung, dass er Hilfe und Heilung findet. Was mich und die Kinder angeht, wir sind gesund und halten uns so gut wie möglich. Zu den mutmaßlichen Opfern machten Justizbehörden keine Angaben. Das Gericht hat angeordnet, dass sie nicht identifiziert werden dürfen. Erst Ende Dezember hatten Boyle, seine Frau und die Kinder privat den kanadischen Premierminister Justin Trudeau getroffen. Bilder davon wurden in einem Account der Boyle-Familie bei Twitter gezeigt.